Jesus, du hast uns den Heiligen Geist verheißen und wir kommen zu dir hier in der Kapelle, weil du da bist im Sakrament der Eucharistie, weil wir nicht nur über dich sprechen wollen, sondern auch mit dir sprechen wollen, weil wir bei dir sein wollen und vertrauen, dass du uns diese Gnade schenkst, immer tiefer in dieses Geheimnis einzudringen. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Ich grüße Sie zu unserem zweiten Abend der Exerzitien. Es ist so, dass wir das letzte Mal ja anhand der Emmaus-Geschichte die ganze heilige Messe quasi betrachtet haben und erklärt haben. Ich hoffe, dass Sie jetzt diese 14 Tage, wo wir uns nicht gesehen haben, sich damit beschäftigen konnten. Wir haben Ihnen ja auch nochmal diese Impulse zugesandt, auch die Texte, so dass Sie in dieser Zeit für sich da dranbleiben konnten. Vielleicht können Sie nachher im Austausch auch etwas davon Zeugnis geben. Wir wollen heute statt der Formalien, sage ich jetzt mal, wirklich auch in die Anbetung gehen, sodass wir jetzt erst den Impuls haben und dass wir dann eine kurze Zeit der Anbetung halten und dann in die Kleingruppen gehen, sodass wir auch vertrauen, dass wirklich aus in der Begegnung mit dem Herrn er uns noch mehr auf die Seele legen kann, um was es da geht. Manche von Ihnen kennen vielleicht hier aus dem Regina Pacis die Krippendarstellung. Und es ist ja so, dass am 25. März feiert die Kirche Verkündigung des Herrn. Und wenn wir den Engel des Herrn dreimal am Tag beten, wenn die Glocken läuten, dann gedenken wir ja interessanterweise immer der Geburt des Herrn. Und da beten wir, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das ist eine dieser Gebetsverse des Engel des Herrn. Und als mir dieses Wort wieder bewusst geworden ist, fiel mir ein, und darum komme ich auch auf unsere Krippendarstellung, Bethlehem, dieses Wort heißt ja im Jüdischen Brothaus. Und interessanterweise im Arabischen könnte Bethlehem auch Haus des Fleisches heißen. So können wir sagen, wenn wir beten und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, dann können wir sagen, tatsächlich ist in Bethlehem das Wort Gottes Fleisch geworden, sprich mit Haut und Haar, so wie du und ich auch. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt, wenn wir sagen, und das Wort ist Fleisch geworden, dann ist eben für uns Christus das Wort Gottes und nicht die Bibel. Ja? Ohne Christus gäbe es die Bibel nicht. Und Christus ist das Wort Gottes. Gott spricht zwar durch die Heilige Schrift und dadurch ist es auch Gottes Wort an uns, aber das Wort Gottes selbst ist Jesus Christus. Und Christus spricht von sich selber: Ich bin das Brot des Lebens. Und eben auch spricht er fast für unsere Ohren und für die Ohren der Juden damals im Johannesevangelium im 6. Kapitel ab dem Vers 41. Da spricht er ganz erstaunliche Dinge. Ich lese es einmal vor. Also dieses ganze Kapitel Johannes 6 empfehle ich Ihnen in diesen Tagen mal zu lesen. Und ab dem Vers 41 lese ich es Ihnen jetzt vor. Da heißt es: Da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht.
Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dann heißt es in Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus in der Synagoge von Kapharnaum. Und dann geht's weiter, das verkürze ich aber, da sagen die Juden, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das ertragen? Und Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie, nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht? Und dann heißt es später, dass Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wenn wir also dieses Wort hören, zuerst sagt Jesus einmal, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich isst, wird in mir sein und ich in ihm sein. Ja? Und da, so hören wir es nachher auch noch im Katechismus, ist es ein Hinweis auf dieses Manna, dieser Speise in der Wüste. Das Volk Israel wird aus Ägypten, aus der Sündensklaverei, Herrschaft herausgeführt und fängt auch wieder an zu murren. Und der Herr speist sie mit dem Manna. Und auch die Brotwunder Jesu, die verweisen immer auf diese Fülle, dass Gott in übermäßiger Fülle uns nährt, aber nicht nur einfach, dass wir keinen Hunger haben, sondern dass er in uns ist und wir in ihm. Und das ist ja ein unglaubliches Wort Jesu, der sagt nicht nur, ich möchte so gern bei euch sitzen, machen wir einen schönen Abend oder einen schönen Vormittag und sitzen beieinander und machen eine schöne Hochstube, wie man im Allgäu sagen würde, und dann wäre man beieinander, sondern diese Sehnsucht Gottes ist, dass nicht der Mensch von Gott getrennt ist und dass auch letztendlich die Menschen nicht untereinander getrennt sind. Im Hochgebet beten wir immer, dass der Herr sich ein Volk erwählt. Das heißt, er möchte, dass alle Menschen in ihm eins werden. Johannes Paul, der hat dieses Sehnen Gottes immer auch gedeutet, wie das von Braut und Bräutigam, die sich sehnen, einander sich zu schenken und miteinander eins zu werden. So wie Braut und Bräutigam miteinander eins werden im ehelichen Akt, so sehnt sich Gott danach, sich uns zu schenken, mit uns vereinigt zu sein. Also dieses Brot des Lebens,
aber auch dann spricht er diese doch für uns befremdlichen Worte erstmal, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Es ist wirklich ein Trank, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. So wurde auch den Christen oft vorgeworfen, sie tun Menschenopfer darbringen und lauter schreckliche Sachen. Und wenn man das hört, könnte man das ja auch meinen. Und für die Juden war es unerträglich und deswegen sind viele gegangen. Und deswegen glaube ich auch, liebe Schwestern und Brüder, dass heute für uns das Erkennen, was der Herr uns in der Eucharistie schenkt und wie wir zur Eucharistie stehen, der Knackpunkt des ganzen Glaubens sein wird. Da geht es nicht darum, gute Werke zu tun, das machen viele Menschen, sondern wirklich zu vertrauen und zu glauben und auch es Gott zuzutrauen, dass er uns ersehnt, dass wir mit ihm eins werden. Bei Schweigeexerzitien sage ich am Anfang immer, also denken Sie daran, wenn Sie beim Schweigen Schwierigkeiten haben, uns mit sich selber nicht aushalten. Wie sollen es dann Ihre Familie daheim mit Ihnen aushalten, wenn Sie es in der Zeit nicht aushalten können? Und so glaube ich auch, dass wir manchmal denken, naja, also ich habe es nicht verdient, ich bin nicht würdig genug, ich bin nicht gemäß genug, Gott kann mich gar nicht so sehr ersehnen, dass er sich mit mir vereinigen möchte. Und das scheint völlig anders zu sein. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann beschreibt Papst Johannes Paul, dass wir am Kreuz die Liebe Gottes erkennen können. Und immer wenn wir aufs Kreuz schauen, wir erfahren können, Christus schenkt sich selber freiwillig, so wie wir es auch im zweiten Hochgebet beten. Also Liebe ist immer freiwillig, er ist treu, er schenkt Leben, es muss lebensspendend sein, Liebe, und es ist bedingungslos. Und wenn in einer Partnerschaft, in einer Liebe eines von diesen vier Dingen nicht existent ist, dann ist die Liebe in Schieflage. Also gerade für junge Paare oder sich neu verliebende Menschen ist das immer eine gute Hinführung. Frage mal danach, ob diese vier Punkte in deiner Beziehung sind. Und wenn da noch welche fehlen, dann arbeite daran, dass sie Frucht bringen. Und gerade dieses Bedingungslose ist ja das Entscheidende daran, dass wir sagen können, wir können gar nicht mehr unsere Erlösung erarbeiten, wir müssen unsere Erlösung nicht mehr erarbeiten, weil wir sind schon erlöst. Christus hat uns bereits erlöst. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dieser Erlösung? Ja, das ist das Angebot Gottes an uns Menschen. Er hat erlöst bedeutet, dass wir von der ewigen Trennung von ihm befreit sind und wir mit ihm wirklich ganz eins werden können. Das, was im Grunde unseres Herzens jeder letztendlich ersehnt, jemanden zu umfangen und mit ihm ganz zu verschmelzen, ganz eins zu werden. Und das Interessante ist, dass ja auch letztendlich wir die Sehnsucht haben, wenn man Menschen fragt, was ist das Wichtigste, was wir für die Welt brauchen, sagen wir Frieden. Ja, dass endlich doch zwischen den Menschen Frieden ist. Das ist diese Sehnsucht, dass eigentlich doch alle Menschen miteinander und beieinander sein sollten. Interessant ist ja, durch das Internet könnten wir ja fast sagen, haben wir technisch etwas Äußeres erreicht, nämlich, dass wir mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden sind. Wir können mit einem Klick mit jemand in China oder mit jemand in Russland oder mit jemand in Hamburg zusammen das Gleiche machen, das Gleiche anschauen und wir haben den Eindruck,
wir gehören da zusammen. Wir gehören zu dieser Community, würde man vielleicht das benennen. Ein äußeres Geschehen, was aber letztendlich die innere Sehnsucht von uns Menschen aufgreift. Also wenn Sie sich in diesen Tagen diese Texte des Johannesevangeliums eins nach dem anderen durchlesen, vielleicht auch diese Verweise ins Alte Testament, dann werden Sie merken, dass dieses Wort für das Volk Israel eigentlich unerträglich war, wenn man es so äußerlich sieht. Wenn wir aber verstehen, dass wenn der Herr von Blut und Fleisch spricht, dass es wirklich sein sich ganzes Verschenken ist, was er meint, damit wenn wir ineinander aufgehen, ineinander eins werden, dann geschieht das, was der Priester am Altar nämlich betet. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt, aber es ist so ein unglaubliches Wort, dass ich das immer wieder gerne sage, weil wenn der Priester diesen Tropfen Wasser in den Kelch gießt, dann betet ja der Priester, wie sich dieses Wasser mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lass uns teilhaben an der Gottheit Christi, der Mensch, unsere Menschennatur angenommen hat. Ja? Und das ist etwas, was Sie auch immer mitbeten können, wenn der Priester den Kelch bereitet, lass mich an deiner Gottheit teilhaben. Es bedeutet ja letztendlich ganz zu werden, ganz so zu werden, wie der Mensch im Buch Genesis geschaffen worden ist und gedacht worden ist. Problem in der Schöpfungsgeschichte ist ja, dass der Teufel versucht, dem Menschen einzuflüstern, Gott hält dir etwas vor und du könntest genauso sein wie er. Und das ist ja das Drama unseres Lebens. Und deswegen greift der Mensch nach dem Baum der Erkenntnis. Er will selber groß sein und stürzt dadurch in die Kleinheit und Getrenntheit von Gott. Und Gott hat den Menschen aber gedacht und geschaffen, mit ihm ganz eins zu werden. Und das wird durch das Kreuz und die Auferstehung wiederhergestellt. Also können wir sagen, dass wir in der Heiligen Messe immer wieder neu erleben und auch mitbeten dürfen, dass das jetzt auch bei mir geschieht. Ja, dass ich mich quasi, jeder Einzelne von uns, wie so ein Tropfen Wasser mit in den Kelch hineingibt und sagt, lass mich doch auch an dir teilhaben. Ja. Höchste Aktivität, mit hineinzuspringen in dieses Meer der Liebe, wo wir dann eben wirklich wahres Leben auch durch Jesus Christus bekommen. Und dann kommt ja immer wieder dieses Wort, wer das nicht trinkt und wer es nicht isst, der wird das ewige Leben nicht haben. Also die Hingabe Gottes an uns ist sein Angebot, damit wir ewiges Leben haben. Und wenn wir es nicht annehmen, dann lehnen wir diese bereits vollzogene Erlösung ab. Das ist so, wie wenn Sie einen Sechser im Lotto gewinnen und jemand bringt Ihnen diesen Schein und sagt, hier kannst du abholen. Und wir sagen, nee, brauche ich nicht, kann ich selber. Ja, würde wohl kaum einer von uns tun. Jetzt ist es ja so, dass wir gesprochen haben davon, dass es diese äußere Form des Kommunionempfangs natürlich gibt, so dass wir kommen und die Heilige Kommunion, die Eucharistie empfangen. Und ich möchte gerade, weil wir ja in diesen Exerzitien sind, uns auf etwas aufmerksam machen, was in den letzten Jahrzehnten ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber über Jahrhunderte hinweg Menschen in ganz vielen Ländern dieser Welt auch getan haben. Nämlich möchte ich heute Abend Ihnen noch mit auf den Weg geben, diese Frage,
wann entscheidest du dich und warum entscheidest du dich, zur Kommunion zu gehen? Ja? Zur Zeit vor dem Konzil war es so, dass ab 24 Uhr es das Nüchternheitgebot gab. Und da erzählte mir ein Mann, wissen Sie, wenn wir als junge Leute auf dem Bierfest waren, dann haben wir nachts um 12 überlegt, trinken wir noch eins oder gehen wir morgen zur Kommunion? Das war eine klare Entscheidungsfrage. Ja? Und auch, dass selbst in diesem Bierfest kurz zumindest das Thema der Herr bietet sich mir an, auch da war. Ja? Also da hat er sich entschieden um 24 Uhr, nee, ich trinke lieber noch eins. Das Bier ist mir heute wichtiger. Ja? Sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Aber ich erlebe uns häufig, dass wir kurz nach der Parkplatzsuche, die vielleicht ein bisschen schwierig sich gestaltet, weil wir zu spät dran sind und dann schnell in die Kirche jagen und so, dass wir dann dahin in die Kirche hetzen, das Gebetbuch nicht von zu Hause mitbringen, sondern noch im Regal sich schnell aneignen, das Weihwasser nehmen, dann Knicks machen, hinsitzen, dann aufstehen, knien, aufstehen, rauslaufen, hinterherlaufen, Kommunion empfangen, wieder hinsitzen, rausgehen, Kniebeuge machen, heimgehen und sagen, das hat mir heute auch nicht so viel gebracht. Ja? Es ist so ein Vollzug, der einfach passiert. Und daher möchte ich Sie jetzt in diesen 8 Tagen einfach bis zum nächsten Mal ermutigen, sich zu überlegen, warum gehe ich eigentlich zur Kommunion? Mache ich das, weil man das so gelernt hat oder sehnt es mich danach? Mir wichtig? Freue ich mich? Kann ich sagen, wie schön, dass ich heute in die Messe gehen darf? Der Herr wartet auf mich. Und wenn Sie sagen, es ist für mich tatsächlich reflexartig, weil halt der Vordermann aus der Reihe tritt, trete ich halt auch raus, sich dann zu überlegen, ob Sie nicht wirklich bewusst mal in dieser Fastenzeit ein Kommunionfasten machen. Ja, und wenn Sie sagen, also das Rauslaufen, das ist, muss ich, weil sonst steigen so viel über mich drüber, dann kann man ja, wie bei uns das hier im Haus Regina Pazis üblich ist, auch mit vorzutreten, die Hand aufs Herz zu legen und den Segen zu erbitten. Aber bewusst mal zu sagen, Herr, ich möchte mal ausprobieren, ob ich überhaupt eine Sehnsucht nach dir habe. Vermisse ich eigentlich etwas, wenn ich nicht zur Kommunion gehe? Merke ich da was? Ist es mir kostbar? Ist das so? Oder was erlebe ich da? Ja, dass wir aus diesem reflexartigen Handeln, bei denen das so ist, vielleicht eine kleine Unterbrechung machen, wie das im Fasten ja so üblich ist, um zu sagen, das äußere Tun, das unterbreche ich, um mich bewusster auf das innere Tun einzustellen. Und wir haben Ihnen für das Blatt diese Woche auch ein Gebet zur geistlichen Kommunion mitgegeben, um einmal einzuüben, wirklich diese Sehnsucht so auszusprechen im Gebet, dass wir vertrauen, dass wenn wir sagen, sei es in der Wandlung oder auch im Segen, Herr, komm du zu mir, ich vertraue dir, dass du dich mir schenkst, dass wir da auch erleben, dass der Herr uns nicht vertrocknen lässt, dass der Herr uns beschenkt. Ich mache 3 Beispiele. Das erste Beispiel ist, dass wir Sehnsucht zur heiligen Eucharistie, ich weiß nicht, ob ich habe letzte Zeit so viele Eucharistie-Einkehrtage gehalten, weiß ich nicht, ob ich es bei Ihnen schon erzählt habe. Ich habe eine Dame aus Russland einmal getroffen, die mir erzählte, als ihr Vater beim Sterben lag, musste sie 1000 Kilometer mit dem Zug fahren, um die Kommunion, die Wegzehrung für ihren Vater beim nächsten katholischen Priester, den sie erreichen konnte, zu holen. 1000 Kilometer. Fragen Sie, wie viele Menschen sich scheuen, 3 Kilometer ins Nachbarort zur Heiligen Messe zu fahren.
Das hat was mit Sehnsucht zu tun, mit diesem zu wissen auch, da kommt mir ganz viel Gnade, wenn ich den Herrn empfange. Das andere ist, dass es natürlich viele Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer nicht in die Heilige Messe gehen können. Und die Kirche hat, seitdem sie Glocken hat, angefangen, immer zur Wandlung und auch in vielen Gegenden zum Evangel, zur Verkündigung des Evangeliums mit den Glocken zu läuten, um den Menschen überall zu signalisieren, jetzt kommt der Herr. Und du kannst ihn jetzt zu dir einladen. Und dieses einzuüben, dass wir sagen, auch wenn ich jetzt die Glocken höre, halte ich kurz inne und ehre oder grüße den Herrn, dass er sich jetzt auf dem Tabernakel, auf dem Altar, egal wo, gerade schenkt, dass ich ihn da ehre und auch einlade, zu mir zu kommen. Für viele Kranke ist das ein ganz kostbare Erfahrung, dass sie dieses Signal bekommen, um dann auch die Kommunion zu empfangen. Und wenn ich Kranke sage, dann ist es natürlich auch durch unsere modernen Kommunikationsmittel wunderbar, dass wir zum Beispiel Gottesdienst, Messe auch mit Radio oder Fernsehen oder Internet übertragen können. Es ist ja auch die Frage, ob ich jetzt dann im Sessel sitze und meine Cola-Dose aufhabe und die Messe angucke oder ob ich die Messe wirklich mitfeiere. Und warum sollte da, wenn ich den Herrn einlade, sei du jetzt wirklich ganz bei mir, warum sollte er sich uns verweigern, nur weil wir am falschen Ort sind? Ja? Wenn er doch sich überall verschenken möchte. Also dieses Einüben, mal zu vertrauen, dass wir schon, ich nenne es jetzt mal bewusst so, wenn das Evangelium verkündet wird, wir den Herrn aufnehmen können, kommunizieren können und in der Wandlung auch wir den Herrn einladen, wandle du mich und komm du zu mir. Dieses als kleine Übung in der Zeit, und das kann man ja sowohl zu Hause tun als auch in der Heiligen Messe. Und als drittes, und das fände ich jetzt in der Fastenzeit eine Solidaritätsaktion. Wir diskutieren ja über viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht zur Heiligen Kommunion gehen können, weil ihnen gewisse Voraussetzungen da abhanden gekommen sind. Und dass wir da zum Beispiel auch aus Solidarität, aus Nächstenliebe, aus Erbarmen mal ganz bewusst zu sagen, ich gehe diesen gleichen Weg wie diese, um auch zu zeigen, es ist nicht etwas, da ist man nicht außen vor, nicht verurteilt, nicht dabei, sondern das ist uns allen möglich, in dieser Weise dem Herrn zu begegnen. Ich tue zum Beispiel immer, wenn noch im Kelch zum Beispiel etwas übrig geblieben ist vom heiligen Blut oder auch eine Hostie zerbrochen ist und ich da einen Teil konsumiere, tue ich den immer stellvertretend für all diejenigen kommunizieren, die nicht zur Kommunion gehen können. Ja. Im Vertrauen auch darauf, dass auch diese Stellvertretung, und das wäre ein weiterer Schritt, diese Stellvertretung auch eine Kraft für andere hat. Und mir kommen ja oft manchmal Eltern und sagen, wissen Sie, meine Enkel gingen nicht mehr in die Kirche und ich sage es ihnen so oft und es ist ganz furchtbar, mir streitet jeden Sonntag. Dann sage ich immer, bitte seien Sie doch einfach still und gehen stellvertretend für die Enkel zur Kommunion, dass sie dadurch auch denen diese Gnade vermitteln können. Dass wir nicht mit den Fingern auf andere zeigen, was bist du für einer, sondern wirklich in hingebungsvollem Erbarmen dieses zu schenken oder eben aus Solidarität auch mal ganz bewusst darauf zu verzichten, um auch wahrzunehmen, welchen Schmerz das dann in weiten Teilen doch auch viele durchdringt. Die sogenannte geistige Kommunion, die uns geschenkt ist, weil der Herr eben ja auch
wusste, dass das Ausbreiten von Eucharistiefeiern, dass das ja lange dauert. Und was ist mit den Menschen allen passiert, die die Kommunion nicht empfangen konnten? Also da müssen wir auch vertrauen, die Mutter Gottes oder die Apostel haben auch nicht jeden Tag Heilige Messe gefeiert. Auch ein interessanter Aspekt, den man einmal bedenken kann, wie hat wohl die Mutter Gottes Einheit mit dem Jesuskind gelebt oder der heilige Josef jetzt im Josefsmonat, waren die getrennt oder lebten die nicht Einheit in einer ganz tiefen Weise, ohne das äußerlich zu zeigen. Als letztes möchte ich Ihnen noch dieses Buch anvertrauen. Viele von Ihnen kennen es. Es ist der Katechismus der katholischen Kirche. Es ist ein Nachschlagewerk, den gibt es auch kleiner als Taschenbuch. Also Sie müssen nicht denken, Sie bräuchten so ein dickes Buch. Es ist ein Nachschlagewerk, wo man wirklich ganz viele Dinge nachschlagen kann, so dass wir manchmal auch nicht um Dinge diskutieren müssen, die wir nicht wissen, sondern es ist wirklich ein guter Hinweis für uns zu lernen und zu verstehen, was die Kirche zu dem Glaubensbekenntnis, den sieben Sakramenten, den zehn Geboten und zum Gebet sagt. Das ist da drin und ich sage mal auch noch etwas, na, das führt jetzt zu weit, aber das empfehle ich Ihnen. Es ist ein gutes Nachschlagewerk, auch ein bisschen zu schmökern. Ich möchte ein paar Abschnitte daraus vorlesen heute Abend. Zum einen, das haben wir schon gehört aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Mit der Eucharistie stehen die übrigen Sakramente im Zusammenhang. Auf die Eucharistie sind sie hingeordnet. Das gilt auch für die kirchlichen Dienste und für die Apostolatswerke. Die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Osterlamm. Also hier nochmal auch alles Tun der Kirche, sei es das soziale Tun, sei es unser Alltagsleben, ist alles auf die Eucharistie hingeordnet und wird gespeist von der Eucharistie. Quelle und Höhepunkt kirchlichen Lebens. Ich möchte die verschiedenen Namen, wie das Sakrament benannt wird, einmal betrachten. Der unerschöpfliche Gehalt dieses Sakramentes kommt in den verschiedenen Benennungen zum Ausdruck. Jede von ihnen weist auf gewisse Aspekte hin. Man nennt es Eucharistie, weil es Danksagung an Gott ist. Die Worte Eucharistein und Eulogiein erinnern an die jüdischen Preisungen, die vor allem beim Mahl die Werke Gottes rühmen, die Schöpfung, die Erlösung und die Heiligung. Es wird weiter genannt Mahl des Herrn, denn es handelt sich um das Abendmahl, das der Herr am Abend vor seinem Leiden mit seinen Jüngern hielt. Es handelt sich aber auch um die Vorwegnahme des Hochzeitsmahles des Lammes im himmlischen Jerusalem. Das hatten wir das letzte Mal schon gesagt. Es wird auch Brechen des Brotes genannt. Denn dieser dem jüdischen Mahl eigene Ritus wurde von Jesus verwendet, wenn er als Vorsteher der Tischgemeinschaft das Brot segnete und austeilte. Er tat dies vor allem beim letzten Abendmahl. An dieser Handlung erkennen ihn die Jünger nach seiner Auferstehung wieder. Mit dem Ausdruck Brechen des Brotes bezeichnen die ersten Christen ihre eucharistischen Versammlungen. Das ist in der Apostelgeschichte so beschrieben. Sie wollen damit sagen, dass alle, die von dem einen gebrochenen Brot von Christus essen, in Gemeinschaft mit ihm treten und in ihm einen einzigen Leib bilden.
Das werden wir das nächste Mal auch noch hören, dass die Eucharistie Einheit stiftet untereinander. Und dass wir dadurch, wenn wir beim Herrn sind, dass wir dadurch diese Einheit geschaffen wird. Das Sakrament wird auch weiterhin noch genannt eucharistische Versammlung, denn die Eucharistie wird in der Versammlung der Gläubigen gefeiert, in der die Kirche sichtbar zum Ausdruck kommt. Das könnten wir vielleicht noch mal uns bewusst machen, wenn wir in einer Gemeinde, St. Martin, sagen wir jetzt mal, Eucharistie feiern, dann kommt da die Menschen zusammen, die in St. Martin leben. Aber es bedeutet nicht, dass hier die Gemeinde St. Martin zum Ausdruck in erster Linie kommt, sondern es bedeutet, dass hier die Kirche gesamt zum Ausdruck kommt. Jeder Einzelne von uns ist ein Zeichen für die Kirche. Und das ist ja auch so schändlich, wenn einer von uns Christen sündigt und Unrecht tut, dann wird der ganze Leib Christi beschädigt dadurch. Und umgekehrt, wenn einer für den Leib Christi sich schenkt, dann oder in zum Beispiel in der Heiligen Beichte sich von den Sünden befreien lässt, dann tut er dem gesamten Leib Christi etwas Gutes. Ja? Das heißt, jeder von uns ist nicht als Heimatverein in seiner jeweiligen Gemeinde gefragt, sondern er ist immer Teil des gesamten Leibes Christi, der Kirche. Das bedeutet, dass immer, wenn wir Eucharistie feiern, es über die Kirchenmauern hinausgeht, weil die sind keine Grenze. Auch die Grenzen der Gemeinde oder der Diözese sind nicht die Grenze der Kirche, sondern die Kirche ist immer dieser gesamte Leib Christi. Also nicht nur Versammlung, wie es häufig auch genannt wird. Dann wird die Eucharistie auch Gedächtnis des Leidens und der Auferstehung des Herrn benannt. Heiliges Opfer, denn es vergegenwärtigt das einzigartige Opfer Christi des Erlösers und schließt die Selbstdarbringung der Kirche mit ein. Das hatten wir ja das letzte Mal auch schon benannt, dass es das Opfer Jesu Christi hier vergegenwärtigt wird und schließt die Selbstdarbringung, das, was wir mit einbringen, nämlich uns selbst, dort mit ein. Deswegen heiliges Opfer. Bin gespannt, was Sie in den Kleingruppen nachher sagen zu dem Thema, wie es Ihnen ergangen ist, sich selber als Opfer hineinzugeben, so wie es der Paulus uns ja gefordert hat. Und zwar nicht nur als eucharistisches Opfer, sondern auch als tägliches Opfer der Hingabe. Es wird aber auch heiliges Messopfer oder Opfer des Lobes, geistiges Opfer, reines oder heiliges Opfer genannt, denn es vollendet und übertragt alle Opfer des alten Bundes. Vielleicht sage ich zu diesem Begriff Opfer etwas. In Westfalen sprach man in der Fastenzeit, aber auch sonst so häufiger mal, da musst du mal ein Öpferchen bringen. Ja, ein Öpferchen. Und ich denke es mir auch manchmal, wenn wir Menschen einander sagen, ja, ich verzichte jetzt auf Süßigkeiten. Und wenn Sie sich dann vorstellen, mit Maria und Johannes unter dem Kreuz zu stehen, wo Christus ans Kreuz genagelt wird. Und sie sagen, danke Jesus, dass du für mich stirbst und ich schenke dir, dass ich keine Bonbons mehr esse. Das wäre doch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Und daher ist es vielleicht auch, sich gut zu messen, was ist eigentlich meine Bereitschaft, wirklich für den Herrn zu schenken. Ja. Und in so einer Situation kann ich nicht sagen, ich esse keine Gummibärchen mehr. Also das kann man schon sagen, aber es passt nicht zueinander. Diese Erhabenheit und diese Größe dieser Liebe Gottes zu uns. Und du sagst, es ist ganz nett, also weil du das machst, esse ich jetzt kein Schokolade mehr. Ja.
sondern wir sind eingeladen. Das sind sicherlich sinnvolle äußere Zeichen, dass wir auf etwas verzichten, weil was uns vielleicht schwerfällt. Aber es geht ja nicht ums Verzichten, sondern es geht ja ums Einüben, frei zu werden. Wir haben ja gesagt, zu der Liebe gehört Freiwilligkeit dazu. Ja? Und wenn ich Christus etwas schenke, diesen Tag über, auf das ich verzichte, dann ist es gerade, dass ich hineinkomme in diese Freiheit, nicht alles ergreifen zu müssen, haben zu wollen, sondern dass ich eben wirklich aus Liebe zu Christus auf Dinge verzichte. Das machen sie ja alle. Als Eltern macht man ja so vieles, oder auch als Liebende macht man ja vieles aus Liebe zum anderen. Ich kann Ihnen das kann ich Ihnen nicht mehr, weil wir keine Zeit mehr haben. Ich sage noch die letzten zwei Namen, drei. Es heißt dann auch weiter heilige und göttliche Liturgie, weil wir wirklich mit der himmlischen Liturgie in Einklang kommen. Es heißt Kommunion, denn wir vereinen uns mit Christus, der uns an seinem Leib und seinem Blut teilhaben lässt. Und der heilige Ignatius nennt es auch Brot der Engel, Himmelsbrot, Arznei der Unsterblichkeit, Wegzehrung. Und zum Schluss heilige Messe, denn die Liturgie, in der das Heilsmysterium vollzogen wird, schließt mit der Aussendung der Gläubigen, damit diese in ihrem Alltagsleben den Willen Gottes erfüllen. Die Messe ist also das eine, und das Messleben, könnten wir sagen, ist das, dass sie uns aussendet, hinauszugehen, das, was wir jetzt gerade von Gott her erlebt und gefeiert haben, dass das uns verändert, um uns im Alltag hinaus zu begleiten, dass wir unseren Alltag wirklich so leben können. Vielleicht können Sie, wenn Sie es, Sie können es auch im Internet, den Katechismus, wenn Sie ihn nicht haben, im Internet kann man ihn auch anschauen, wenn Sie da unter 1322 fortfolgende Paragraphen das schauen, dann können Sie sich für jeden Tag einen Begriff dieser auch herausnehmen, um an dem ein bisschen nachzukauen oder weiter zu denken.